Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers. Wir haben Besuch. Ah, da scheint irgendwas. So, dann wäre das beendet. Aber kein Problem. Bevor du jetzt auf dumme Gedanken kommst, hauen wir dich um. Nein, noch mehr davon. Haben wir euch soweit erledigt? Na, nicht ganz. Hey, da steht ja wieder was auf. Das hätte ich nicht so gerne. Schön liegen bleiben. Ich schlag. Hat jeder was für sich, ne? Du versuchst auch hier auszuweichen. Das ist aber nicht so schön. Neue Armbänder, bringen die was? Ein bisschen was. Allerdings hat der noch einen Vorteil. Von daher das mal wegpacken. Wir haben ja Zeit. Das dürfte, glaube ich, nichts bringen. Die Daten sind sicher. Und wir haben deinen Ablink. Gut gemacht, Hulk. Gamma High Five. Nichts wie weg hier. Okay. Damit haben wir dann auch gerade die Mission abgeschlossen. Sehr praktisch. Und einen Stufenaufstieg mitgenommen. Okay. Wow. Direktor Fury. Das war mehr, als wir erwartet hatten, oder Jarvis? Wir bringen das besser zurück zu Chimera. Berechne jetzt Kurs. So, das Alliance-Team zu verlassen. Ich würde sagen, wir schauen uns erst nochmal um. Was haben wir denn sonst noch? Hellcarrier, eine Mission. Zentrum für den Wiederaufbau, uneingeschränkt reisen. So, Jarvis langt des neuen Ablinks wieder vollständig. Chimera und Bruce hoffen, dass er der Schlüssel ist, um Tony Stark zu finden. Dann kannst du ja noch ein bisschen dehnen. Schön, Mods habe ich im Moment gerade keine da. Angesichts der erfolgreichen Installation des neuralen Uplinks habe ich jetzt vollen Zugriff auf meine Datenbank. Direktor Hill analysiert die Shield-Protokolle, die Sie ebenfalls geborgen haben. Geht's dir besser, Jarvis? Es scheint alles wieder zu funktionieren. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für Shield. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich Shield ernsthaft wieder aufbauen. Falls Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie mich. Wir werden uns jetzt sicher wieder öfter sehen. Ich freue mich darauf, Direktor. Soll ich jetzt salutieren oder so?
Nicht nötig. Viel Glück Ihnen beiden. Jarvis, kannst du uns zu Tony bringen? Das wird zwar etwas dauern, aber ich denke, ich kann Mr. Stark finden. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein könnte. Und was soll das sein? Die holographische augmentierte Realitätsmaschine. Etwas, womit die Avengers trainieren. Wow, klingt ja abgefahren. Ich muss Sie allerdings warnen, das System ist ein wenig chaotisch. Ist es sicher? Nur 0,0001% Verletzungsrisiko. Okay, ich vertraue dir mal. Gehen Sie durch die Crewquartiere. Der Harmraum ist im unteren Stockwerk der Hangarbucht. Danke, Jarvis. Okay, das klingt ja schon mal vertrauenserweckend. Schauen wir mal. Okay, also die Dinger sind alle erledigt. Das heißt, wir könnten notfalls halt noch Sachen einsammeln, wenn wir hier was vergessen sollten. Schauen wir mal kurz. Ja, auch hier haben wir ja alles mitgenommen. Da dürfte auch nichts Neues mehr sein. Hier ist Phil Sheldon, live vom Olympia-Forschungszentrum im pazifischen Nordwesten. Was Sie soeben sahen, waren unscharfe Aufnahmen eines älteren Handys. Aber dennoch ist der Inhalt klar. Der unglaubliche Hulk sorgt irgendwo im pazifischen Nordwesten für Chaos. Herkunft ist eine anonyme Quelle, die in ihrem Zelt durch Schüsse, Schreie und ein eindeutiges Brüllen geweckt wurde. Die Person näherte sich vorsichtig und filmte exklusiv, wie der grüne Goliath offensichtlich irgendwelche bewaffneten Soldaten bekämpfte. Wir wissen, dass dieses Gebiet in der Nähe eines alten Archivs von Stark Industries liegt. Die Frage dazu muss heute lauten: Bedeutet das die Rückkehr der Avengers? Und falls ja, kehrt dann das Zeitalter der Helden zurück? Oder der Schrecken des A-Days? Das ist halt die Frage. Okay, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier haben die Avengers abgehangen. Ob's da drin noch Limo gibt? Wahrscheinlich abgestanden nach 5 Jahren. Ja. Vielleicht hat sie auch jemand nachgefüllt. Man weiß es ja nicht. Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Oh, und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Da hört jemand mit. Der Schnee ist geschmolzen. AIM kann das Ding nicht orten, oder? Der Quinjet verfügt über eine topmoderne Tarntechnologie. Unsere Position ist im Moment sicher. Gut. Im Moment. Gut, schauen wir, ob es hier noch was Schönes zum Einsammeln gibt. Aber ist ja gut, dass wir die Leute dann so nach und nach zusammenkriegen. Hoffe ich zumindest mal. Wenn Bruce ja tatsächlich scheinbar der war, der da ging. Also ich glaube, bei dem Film war es ja Tony, der die Avengers als Gefahrenstufe eingestuft hatte und dann dafür gesorgt hat, dass sie sich halt eben trennen und auflösen und so. Hier ist es dann Bruce, der das alles als etwas zu risikoreich ansieht. Mal gucken, was wir sonst noch alles haben. Was das hier noch alles wird und was uns noch alles erwartet. Ich bin gespannt und bisher macht es echt eine ganze Menge Spaß. Ah, da haben wir den Van.
Es überrascht mich, dass das Ding es zum Archiv und zurückgeschafft hat. Olympia-Archiv? Ja, da haben wir dich gefunden. Viel ist nicht mehr übrig. Mhm. Na gut, der macht sicher. Die sind ja robust gebaut, die Dinger. Okay, da ist nichts von Interesse. Der Harmraum wäre dann da hinten. Ne, ich glaube, dann dürfen wir hier sich alles mitgenommen haben, soweit. Okay. Dann mal los. Also ich glaube, ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass mit den Gesichtern etwas seltsam ist, dass man halt eben ja die Gesichter ja so weit vom ach, hier ist der. Dass man die Gesichter aus den Filmen mittlerweile kennt. Aber bisher habe ich mich doch jetzt relativ schnell an das Aussehen hier gewöhnt. Von daher war das gar nicht mal so schlimm. Ah, hier mit den Harmraum. Okay. Der Harmraum. Willkommen in der holographischen augmentierten Realitätsmaschine, dem Harmraum. Der Harmraum ist eine Kampftrainingssimulation für die Avengers, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren und zu perfektionieren. Wow! Was? Willkommen in der holographischen augmentierten Realitätsmaschine. Oh, ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Ha! Kommt her, ihr virtuellen Schurken! Okay. Ja, Wellendinger. Prügeln wir uns hier nochmal kurz durch. Ausgezeichnete Arbeit. Mal schauen, wie lange das jetzt läuft. Ausweichen, genau. Okay, du brauchst zweimal zu. Klappt irgendwie nicht so ganz, ne? Ja, was denn? Soll ich jetzt noch eine Taste drücken oder nicht? Ich muss wahrscheinlich mehrmals drücken. Das war wunderbar. Okay. Halte B, während so in die Richtung, um zu überspringen. Okay. Alles klar? Das wird reichen, denke ich. Gut gemacht. Gut, das ging jetzt deutlich besser. Blau und gelbe Angriffsindikatoren weisen auf kommende Angriffe hin. Drücke RT, um zu kontern. Ah, okay. Gut, es geht besser, als ich befürchtet habe. Sehr cool. Aber dann, genau, können wir uns die ganzen Kampfdinger mal anschauen. Defensive Fertigkeiten werden durch intrinsische Energien eines Helden begrenzt. Genau. Der Einsatz einer defensiven Fähigkeit verbraucht Energie, die sich im Laufe der Zeit oder durch Offensivaktionen wieder füllt.
So, Leon. Wenn du schwer oder fern. Okay. So. Leichte lädt's wieder auf, okay. In Ordnung. Haben wir das auch mal verstanden? Der Heldenflug. Einige können schweben und fliegen. Halte A am Boden, um aufzusteigen. B, um abzusinken. Okay. Oh, das ist Wahnsinn. Okay. So, nee, das möchte ich aber gern nicht. Okay, cool. Dann ballert noch mal. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr im Bereich bleiben, ne? Ja, alles klar. Funktioniert. Es geht los. Mal los. Hey. Warte gerade. Nein, den Quatsch, das war B. Die überspringen. Britzel, okay. Du willst blocken? Das können wir mal ändern. Alles klar. So, der Keeper kann da mal weg. Wir sind nämlich auf der Citadel. Okay. So. RB wäre Angriffsfähigkeiten, LB Support und das beide wäre dann okay. Ich dachte, ich wäre noch ausgewiesen. So, dann würde ich mich gerne mal wieder bedienen hier. Mal aufladen. Autsch.
Gut, dass wir Deckung haben. Ich glaube, ich brauche halt noch ein bisschen mehr Aufladung hier. Okay, prügeln wir halt noch ein bisschen drauf ein. Ist auch kein Akt. Jetzt haben wir's. Und tschüss. Episch besiegt. Glückwunsch zum Abschluss der Kampftrainingssimulation der holographischen augmentierten Realitätsmaschine. Wähl den Helicarrier am Einsatztisch, um neue Herausforderungen anzusehen und anzunehmen. Es ist vorbei. Nochmal bitte. Gut, aber ich glaube, ich habe Mr. Stark geortet. Oh, ich komme. Mr. Starks letzter bekannter Aufenthaltsort ist sein Familienanwesen, Golden Acres. Dort finden Sie bestimmt Hinweise darauf, wo er jetzt ist. Nie davon gehört. Er will wirklich nicht gefunden werden. In der Tat. Das Anwesen liegt abgelegen in Nevada. Ich gebe Ihnen die exakten Koordinaten. Dr. Banner, ich habe die gewünschten Scans erstellt und Spuren von Gammastrahlung in einem abgelegenen Gebiet im pazifischen Nordwesten entdeckt. Wahrscheinlich experimentiert Miss Rappaccini dort mit ihren Forschungen. Ich habe die Position auf dem Einsatztisch markiert. Ah, Heldenmissionsreihe verfügbar, sehr schön. Die Missionsreihe der unglaubliche Hulk ist jetzt verfügbar. Wähle am Einsatztisch den Missionszustand grün, um die Missionsreihe zu beginnen. Für das Abschließen der Missionsreihe erhältst du exklusive Ausrüstung und das ikonische Outfit von Hulk. Das ist doch schön. So. Ist da jemand eingeschlafen? In Ordnung. So, Missionen können über den Einsatztisch oder den Einsatzziele-Bildschirm verfolgt werden. Das Charaktermenü öffnen und dann die Einsatzziele betrachten. Markiere eine Mission mit A, um sie zu verfolgen. Okay. Sehr schön. So. Zustand kritisch. Im Visier. So, Mission ist Hulk. Held wird automatisch zugewiesen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das doch vielleicht als nächstes Mal. Bis zu 5 können wir insgesamt verfolgen. Missionszustand grün abschließen. Mhm. So. Schauen wir mal. Da sind wir gerade. Genau, und da haben wir dann das mit dem Auftrag für Hulk. Herausforderung. Oh. Hm. Naja, gut. Wird schon. Warte mal. Ich das gerade. Können wir die runterstellen? Ja. Schön. Ja, ich glaube, dann gehen wir das vielleicht als nächstes an. Was ist denn, Jarvis? Ich habe auf Ihren Wunsch nach Gamma-Reststrahlung gescannt. Große Mengen dringen aus einem Komplex tief im AIM-Territorium. AIM und Gamma? Wie... Monika will meine Forschung reproduzieren. Ich habe ihr alles dazu gegeben. Es tut mir leid, Bruce. Ich habe ihr vertraut. Ich nehme an, Sie möchten jetzt die Anlage infiltrieren. Und sie aufhalten? Ja. Wohin fliegen wir? Ich habe die Koordinaten in den Quinjet hochgeladen. Alles klar, dann schauen wir doch mal,
So, ich glaube, da können wir auch keinen auswählen, oder? Ja, du wirst dann Gefährtin. Ah, wir können aber auswählen, wem wir spielen, ne? Wie gesagt, bleiben wir bei unserem Hauptcharakter. Seit Monica AIM mitgegründet hat, hatte Dr. Benner Sorgen wegen ihrer Gammastrahlenforschung in ihrer Zeit als Kollegen. Kürzlich habe ich Gamma-Reststrahlung aus einer abgelegenen AIM-Anlage registriert. Dr. Benner möchte, dass sie das Gammastrahlenlabor infiltrieren und alle Forschungsarbeiten zerstören. Okay. Schauen wir mal. Achso, gut, was mir auch noch gerade einfällt. Ich könnte ja eventuell bei den Heldenmissionen dann auch den jeweiligen Helden spielen. So als Abwechslung. Dr. Benner hat eine Nachricht für Sie aufgenommen, Hulk. Hallo, Großer. Falls Monica dort ist, mach nur den Job. Hör auf Jarvis und Kamala, wenn sie sagen, du sollst aufhören und... danke. Du hältst das auf, weil ich es nicht kann. Die Gammastrahlung kommt aus einer unterirdischen Anlage unweit ihrer aktuellen Position. Das ist mitten im AIM-Territorium. Ja, es ist mit beträchtlichem Widerstand zu rechnen. Okay, aber das kriegen wir hin. Denke ich. Vorher schauen wir uns hier nochmal schnell um. Achso, das bist du, die da so rumstöhnt. Ich dachte, da wäre jemand in der Kanalisation gefangen. Wir können sie besiegen. Es sind mehrere Spähtrupps in dem Bereich. Seien Sie stets wachsam. Mhm. Ist halt die Frage, ob sonst hier noch irgendwas Interessantes ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wohl, na gut, hier können wir so ein bisschen was schnappen an Upgrades. Danke, danke. Wie lange hast du schon nach Gammastrahlung gescannt, Jarvis? Seit einigen Wochen vor Dr. Banners semi-permanenter Verwandlung. Ist ja auch nichts von Interesse, oder? Nur irgendwas, um Motten anzulocken. Ja, hier waren wir auch. Wo sie eventuell dranhängen. Ihr scannt halt schön durch die Gegend. Laut den seismischen Werten ist der Hauptteil des AIM-Gamma-Strahlenlabors unterirdisch. Wie bei einem Ameisenbau. Oder bei Maulwürfen. Interessant. Das besondere Zeug ist aber auch alles noch hier oben, wie mir scheint. Mir ist doch aufgefallen. Verdammt, das wollte ich mir tatsächlich für die nächste Folge aufheben. Hätte ich aber dann nicht hier so rumspringen sollen. Na, guck mal. Danke, Hulk. Noch jemand? Nee, okay, gut. Ja, du brauchst hier nicht alles auseinandernehmen. Wir haben hier, glaube ich, alles zerlegt fürs Erste. Sehr schön. Gut, aber dann würde ich sagen, beenden wir hier auch mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.